So, meine Lieben, da bin ich wieder. Wir sind langsam, aber sicher auf der Zielgeraden. Also ich denke mal, mehr als zwei, drei Missionen werden nicht mehr kommen. Wir sind das letzte Mal ja mit Anubarak und Arthas durch die Katakomben gelatscht. Jetzt geht's weiter mit Kapitel 7, Teil 2. Das war richtig episch, ne? Wir kennen das, ja? Ja. Gerade gegen Ende neigt man ja gerne dazu, bei verschiedenen Franchises das immer in drei Teile zu untergliedern. Oder mindestens zwei. Jetzt muss ich irgendwie an Harry Potter denken oder an die Tribute von Panem. Gut, ich glaube, das kann man ja nicht als Vergleich ranziehen, aber naja. Ne? Also kann manchmal gut funktionieren. Also ich glaube, hier funktioniert es ganz gut, weil wir verschiedene Fraktionen haben und verschiedene Storylines jetzt aufeinander zulaufen. Und ich glaube, das hebt auch die Wichtigkeit dieses Events jetzt hervor. Deswegen finde ich das gar nicht so verkehrt. Ne? Aber bei anderen Sachen, ja, könnte es auch teilweise so ein bisschen dazu führen, dass etwas sehr langgezogen wirkt. Ja. Ja, beispielsweise Harry Potter, Teil 7, ja, oder Hunger Games. So, aber damit jetzt das Intro auch nicht zu lang gezogen wirkt, mache ich mal weiter. Also, Kapitel 7, Teil 2, die Vergessenen, kurze Zeit später im Inneren Königreich. Dann wollen wir mal. Da sind wir. Seid wachsam, Todesritter. Was immer die Zwerge aufgeschreckt hat, lauert noch da unten. Sehr aufbauend. Anub Barak. Ich finde ihn übrigens so geil vom Designer, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, findet den Ausgang aus dem alten Königreich. Arthas und Anub Barak müssen überleben. Heißt er eigentlich Anub Barak oder Anub Arak? Ich denke mal, das sieht man so zusammen. Ja, so, das alte Königreich. Oh, zwei Hauptquests, zwei optionale Quests. Das Ei splittert aus den Tiefen des alten Königreichs. Dringen schreckliche Geräusche. Wahrscheinlich stöhnen oder raunen. Die Schrecken, die hier lauern, sind gefährliche Gegner, aber ihr müsst euch bis zum Ausgang durchkämpfen. Lasst euch durch nichts aufhalten. Gut, ja. Das ist schon Wir besser. versuchen's, ne? Also ich hoff's. Mal gucken. Halt! Die Türme auf beiden Seiten feuern Frostblitze ab. Dieser Korridor ist eine Todesfalle. Danke fürs Können wir Helfen. sie nicht deaktivieren? Die kreisrunde Luke in der Wand gegenüber ist ein Aquäduktverschluss. Wenn wir sie öffnen können, überflutet vielleicht Wasser den Mechanismus und legt die ganze Falle lahm. Gold, wir sollten es mitnehmen. Ja, habe ich schon gemacht. Vorsicht. Finde das Gold da, natürlich, ne? Ja, aber ist doch gar nicht verkehrt. Ich meine, dann können wir uns vielleicht für die letzte Mission schon mal. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt überschwappt zur nächsten Mission, aber ich hoffe es mal, ne? Also können wir uns ein bisschen aufbauen und aufpushen schon mal. Findet das Goldlager, ne? Fünf versteckte Goldlager. In diesen unterirdischen Kammern sind Goldmünzen versteckt. Findet sie, um eure Goldvorräte aufzustocken. Das kann sich jetzt nützlich erweisen, wenn ihr das nächste Mal Gold benötigt, um eure Streitkräfte auszubauen und zu unterhalten. Sprecht, So, ich würde Dummkopf. mal sagen, ja, ich wäre jetzt auch nicht durch diesen Gang gelatscht, muss ich sagen. Das sah schon generell ein bisschen gefährlich aus, ne? Das war auch Vorsicht. lustig, wow. Ne. Wir haben hier diesen Todesgang, ja, wo keiner durchgehen soll. Aber den Hebel, um das zu deaktivieren, packen wir natürlich genau dahin, wo auch die Leute theoretisch reinkommen. Das sind perfekte Sicherheitsmaßnahmen, das sage ich euch, ne? Endlose Pein erwartet euch. So, jetzt wird hier. Aha. Das ist schon besser. Die eine Seite haben wir schon mal. Und die andere Seite, da müssen wir wahrscheinlich hier hinten lang. Fortgearbeitet ohne. Und uns da mit den Nerubern rumkloppen. Aber können wir gern machen. Natürlich hole ich wieder meine Heber hinzu. Wäre Quatsch, wenn ich das nicht machen würde. Oh, der Ghoul muss überleben. Ich möchte nicht, dass meine Kampfeinheiten jetzt schon sterben, ne? Okay. Keine Chance, ja. Arthas ist mittlerweile ziemlich stark, ne? Also plus 19 durch diese ganzen, durch diese ganzen Artefakte, die Was ich ist bekommen es habe. diesmal? Super. So, und hier Rune der Ah, Heilung. Perfekt. endlich. Ja, ich finde. Geschafft. Gehen wir. Ja, sehr schön. Ich finde generell Anubarak ist einer der besten Helden eigentlich. Ist auch so im Einzelspielermodus, ne? Wenn man mal gegen Freunde kämpft oder so oder online spielt. Endlich. Ich finde, der hat halt schon was drauf. Der ist sehr tanky, ne? Der macht viel Schaden. Also, da heißt er Gruftlord, glaube ich. Oder da heißt die Einheit ganz an sich Gruftlord. Alles. Der hat die gleichen Fähigkeiten. Und dieser Heuschreckenschwarm ist halt richtig, richtig geil. Ich habe gehört, der soll Frostgrad gerade bei World hoch. of Warcraft, kommt er auch nochmal vor, der soll richtig nervig sein. So als Gegner. Kann ich mir Das ist vorstellen, schon aber hier besser. macht er halt Spaß, ihn zu spielen. Und wir spielen auch nicht World of Warcraft, wir spielen ja Endlich. Warcraft 3. Und World of Warcraft werde ich auch nie spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist.
Mag sein, dass er die ganze Lore ziemlich interessant weitergeführt wird, aber ja, ich speichere mal. Aber ich meine, es ist ein MMO. Da verbringt man so viel Zeit drin, also dann kann ich auch gleich mein Leben aufgeben. Das Das ist ist wirklich schon wahr. besser. Also wem das Spaß macht, bitteschön, Da, ne? Brüder, der Verräterkönig. Wer? Ich? Weiß ich? Nicht, du Deserteur. Diese Neruba werden alles tun, um uns zu vernichten. Was war das jetzt für eine Reaktion? Du bist ja Verräter! Was? Ich? Meinst du mich? Ja, nee. Niemand erteilt Natürlich mir nicht, meine wenn sonst. Hände. Was ist es diesmal? So, perfekt. Frostgram hat Hunger. Ja, nee, also ich will jetzt oder an sich jetzt hier das Spiel nicht schlecht machen, ne? Vorsicht. Also, die Sache ist halt, bei mir ist MMO, bei mir ist das Problem bei MMO ist immer, ich komme da nicht rein, Was muss ich ist ganz es ehrlich sagen. diesmal? Für mich ist das immer so, ja, also, Naja. weil ich sag mal, ich mag sehr komplexe Storyspiele, ne? Das habt ihr mittlerweile gemerkt, dass ich auch gerne mal sowas spiele wie Persona 5, was auch gefühlt 150, 190 Stunden dauert, aber ich mag auch, wenn die Geschichte mal zu Ende erzählt wird. Und ich Frostgram meine, hat gerade in Hunger. MMOs kann man so viel Zeit reinstecken. Da gibt es halt auch so viele Missionen, die Endlich. einfach über etwas halt überflüssig sind. Überhaupt Dank. Die Spinnenrebellen haben auch meine Kameraden gefangen. Sie werden in einer Kammer in der Nähe festgehalten. Befreit sie und sie werden für euch kämpfen. Ja. Nichts kommt meiner Macht gleich. So, Quest. Rettet die Gruftbestien. Findet und befreit die Gruftbestien. Die Spinnenrebellen haben mehrere Gruftbestien gefangen. Sie werden in einer Kammer in der Nähe festgehalten. Befreit sie! Und sie werden für euch kämpfen. Nee, was ich sagen wollte, ist, ja, Niemand also ich. erteilt Und mir die es gibt halt bei Verräterkönig. MMOs auch viel Filler-Material, ne, wo es halt von uns einfach nur darum geht, schnell irgendwie. Ja, also von uns halt schnell. Oder was heißt schnell, aber viel zu füllen mit. Töte so und so viel Viecher, bring mir das und das Item, töte den Miniboss und. Naja, Endlich. gut. Also, ich brauch's nicht. So, ihr macht nichts, ihr seid lieber oder was? Ich meine, ich kill die Endlich. trotzdem, ne? Ah! Okay, jetzt seid ihr lieber. Frostgram hat Ja, gut, dass sie Hunger. das nicht so geil finden, kann ich mir vorstellen. Weißt du was? Ich mache jetzt noch mein Heuschreckenschwarm. Das bietet sich jetzt sowas von an. Yes, Baby! Ah, das sieht doch gut aus. Der wird jetzt erstmal, ich werde das mal ausstellen Niemand bei ihm. erteilt mir Befehle. Einfach nur, der muss noch ein bisschen Mana regenerieren. Ring des Schutzes Das plus ist schon 3. besser. Jetzt können wir Anubarak geben. Nur dem Frostthron. Ermöglicht den Helden eine Wolke zu können, den gegnerischen Türme. Ach ja. Stab der Wiederbelebung. Das kann ich öfter Ich machen. habe Ja, dann den hau ich die Kampf Minen weg, komm. verloren. Dann nimm lieber den Ring. Ja, Das ist, ich mag was solche ist es permanenten diesmal? Items. Mag ich einfach mehr. Vorsicht. Das bringt mehr. Sprecht, Oh, Dummkopf. das Geräusch ist eklig. Dieses Rumgeknacke. Was ist Ich kann es das gar nicht diesmal? nachmachen. Niemand Na, wenn erteilt das keine mir Falle ist, weiß ich Befehle. auch nicht. Also. Sprecht, Dummkopf. Das wird wahrscheinlich eine Falle sein. Das Inventar ist voll. Gürtel der Gigantenkraft erhöht die Stärke. Oh, das ist ja natürlich was für Vorsicht. Arthas, ne? Mana-Regeneration wäre vielleicht Endlich. sinnvoller für Dings so. Urstärke Reif des Adels. Ja. Stärke. Das Das da ist schon raus. besser. Ja, aber klar. Frostgram hat Die Hunger. Zeit fliegt Die Wächter erheben sich. Ja, war klar. Verteidigt euch. Das war jetzt klar. Also das, naja. Keine große Überraschung hier, ne? Ich habe sehr, sehr schlecht getroffen gerade. Wirklich. So, mein armer Ghoul Endlich. stirbt gleich. Das wollen wir aber. Ah, oh, konnten wir gerade nochmal verhindern. Oh, die eine Gruftbestie. Leider Was ist nicht. es Leider nicht, bitte. diesmal? Also gerade meine. Also Endlich. jetzt gerade meine Einheiten will ich eigentlich am Leben erhalten. Die sollen nicht Frostgram hat sterben. Hunger. Die Käfer können ruhig Das ist sterben, das ist schon nicht das Problem. besser. Das ist Endlich. okay. So, Ring des Schutzes. Ich Vorsicht. habe den Ruf vernommen. Ich könnte Anubarak so richtig schön tanky machen, ne? Ring des Schutzes plus 2 oder ich tausche es einfach aus. Ja, mal Ring des Schutzes Ich plus 3. verzeihe die Da lebenden packen wir den da weg, nehmen das Untertanen. da. Diese Mana-Regeneration. Möchte ich ihm das Erbarmt. geben? Erhöht maximales Mana. Mit der Wolke. Ich meine, das ist halt praktisch, ne? Ah, guck mal, das mit der Leiche. Das werde ich wahrscheinlich Ich niemals im Leben verzeihe die einsetzen. Machen wir lebenden lieber hier Untertanen. Mana-Regeneration, Sprecht, weil wie gesagt, bei ihm Dummkopf. ist das wichtig, dass er immer schnell und viele Käfer halt, Vorsicht. ja, erstellen kann. Das ist Ah, mir endlich.
ist mir schon wichtig. Wahrscheinlich komme ich da nicht einfach durch. Jetzt werdet ihr leiden. Ach doch. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwas aktivieren, aber... Ach, seht mal. Sieh mal einer an. Da unten sind ja meine Freunde, die wieder gefangen gehalten werden. Ne? Töte die Eindringlinge. Töte die Eindringlinge. Hallo, ich mach die mal fertig hier. Mach kaputt die Eindringlinge hier. Mach die so fertig hier, Eindringlinge. Wir wollen nicht, dass die eindringen, okay? Ah, endlich. Ja. So, das endlich. War erfolgreich, würde ich sagen. Trefft eure Wahl. Niemand erteilt ja, perfekt. So, da haben wir jetzt die zwei Wege führen ja, in die gleiche Richtung. So, Herr Arthas kommt gar nicht durch. Hier ist alles so verstopft. Ja. Vorsicht. Also kann man rollende Türen auch öffnen. Einfach fünfmal dagegen schlagen und dann. Na, ich denke mal, in diesen Eiterbläschen hinten, da werden wahrscheinlich die nächsten Goldvorräte drin sein. Aber man sieht halt jetzt diese Unterkapitel, das sind wirklich so kleinere, ne? Kleinere, kürzere Level. Das werden dann wahrscheinlich auch die verschiedenen Ebenen sein. Dann haben wir nochmal so ein großes Finale in Kapitel 3. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Ich bin echt mal gespannt, ob wir es heute faktisch schaffen. Zumindest die Hauptstory. Was ist es diesmal? Vorsicht. Oh, jetzt piept's ein bisschen. Ja, schön. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Na, komm, da ist noch ein Eiterbeutel. Eiterbeutel ist auch ein wunderschönes... Ist es nicht wunderschön? Guckt es euch an. Es ist lecker. Ja, was ich immer auch sehr schön finde, ist ja bei StarCraft, ne? Da hat man ja auch so die Eier der Zerg, die sehen ja auch immer richtig schön eklig aus. Das Geräusch, dieses knetschende Geräusch dazu und dann dieses pulsierende Geschwür letztendlich, wo man auch von innen schon, ja, die Einheit sieht, die dagegen drückt und geboren werden möchte. Also StarCraft werde ich übrigens auch auf jeden Fall mal spielen für den Kanal, also die StarCraft-Kampagne. Also, wenn jetzt schon so Warcraft von der Geschichte her gefällt, oder sag ich mal von der Komplexität der Kampagne, der wird StarCraft auch lieben, ganz ehrlich. Zumindest den ersten Teil. Den zweiten Teil, naja, ich weiß nicht, aber der erste Teil ist auf jeden Fall fantastisch. Na, na, na. Wir wollen mal jetzt nicht frech werden hier. Oh. Sie sind uns eindeutig feindlich gesonnen. Wir ja. Die Brut Ach echt? Bist du dir sicher? Auch die Türen verbarrikadieren, damit die Brutlinge nicht heraus können. Dann machen wir das doch mal, oder? Endlich. Oh, scheiße! Nein! Sterben alle! Jetzt werdet ihr leiden. Und da nochmal, schnell! Ah ja, ja, jetzt sind aber viele gestorben. Oh, 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 oh. Oder sieht gerade nur so aus. Ich glaube, es ist nur ein Ghoul gestorben, oder? Sind wir durch? Ich glaube schon. Ich hoffe. Endlich. Erhöht die Stärke und Intelligenz. Oh, das ist natürlich hier perfekt. Stärke und Intelligenz. Ja. Vorsicht. Naja. Ist jetzt nicht so geil. So, die Eiterbeutel werden wir alle noch anschauen. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt hier die Türen wieder öffne? Kommen die da alle reingestürmt oder? Jetzt zum Beispiel hier ist ja. Ich weiß ja nicht. Endlose Pein erwartet. Oh, das war jetzt gerade. Volle Action hier. Niemand erteilt mir Befehle. Frostgram hat Hunger. Ja, nimm. Komm, nimm du. Der Gesundheit erhöht die Trefferpunkte dauerhaft. Die Zeit fliegt dahin. Was ist das ja, komm, nimm mal. Sprecht, Dummkopf. Ah, hier haben wir noch welche. Also bei Anubarak werde ich jetzt wieder das ausstellen, weil ich möchte ja trotzdem wieder aufspießen können und die anderen Fähigkeiten nutzen können, ne? Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Na, okay, hier kommen keine neuen nach, aber die Eiterbeutel möchte ich auf jeden Fall noch zerstören, in der Hoffnung, dass da vielleicht noch Gold drin ist. Man weiß es ja nicht. Niemand erteilt mir Befehle. Okay, ich dachte echt, ich habe jetzt ganz viele Einheiten verloren, aber es sah jetzt schlimmer aus, als es war. Ich meine, dieser Boss-Typ, der war gerade, ja, der war schon ein bisschen krass. Ist es diesmal für den Lichtkönig. So. Rolling Stone Door hier, ne?
Ah, hier oben steht übrigens, warum steht hier noch eine Gruftbestie rum? Den wollen wir aber nicht zurücklassen. Den wollen wir natürlich mitnehmen. Sprecht, Dummkopf. Oh, hier ist nichts mehr von Bedeutung. Ihr habt geläutet. Ding dong. Klingelinge ding ding. Vorsicht. Was ist es diesmal? Diese ganzen platzenden Eiterbäusche. So. Dummkopf. Na, machen wir die noch auf und dann haben wir es ja alles, ne? Sprecht, Dummkopf. Hier ist übrigens noch. Nein, die nehme ich mit. Wie gesagt, warum stehen die da rum? Die Aaskäfer. Ich habe so richtig keine Aaskäfer-Armee. Das ist krass, ne? Also, wie gesagt, die sind jetzt nicht so extrem stark, aber ich meine. Ja, die können halt. Ja, schön mitkämpfen. Das ist halt schon. Ist halt schon praktisch, ne? Möchte man jetzt nicht missen. Also krass, wie man irgendwie ja gefühlt zwei Hauptquests, zwei Nebenquests hat. In so einem kleinen Level eigentlich, ne? Schon beachtlich. Trefft eure Wahl, ne? Trefft sie jetzt sofort. Ah, und da sind schon die nächsten. Okay, So, na, der eine Ghoul stirbt jetzt. Ne, 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 überlebe. Überlebe, Ghoul. Oh, den werde ich jetzt mal schön eine Todeskeule entgegenwerfen. So. Ja, hier, komm. Das lohnt sich jetzt richtig für Anubarak, ne? Bam. Überlebe ich das? Ja, der geht ja voll auf Arthas drauf, aber Arthas schafft das. Arthas juckt das nicht. Wir kriegen Heilung des Manas. Reif des Adels. Erhöht Beweglichkeit, Stärke, Beweglichkeit, Intelligenz. Nein. Komm, scheiß auf die Horn der Wolken, ist jetzt egal. Dann lieber so permanentes Zeug oder sowas. Ne? Also ich meine, die Helden sollen schon geputscht werden. Ich finde das jetzt auch nicht unwichtig. Ne? So, findet das Goldlager. Haben wir geschafft. Wahrscheinlich haben wir das generell gleich geschafft, ne? Ich meine, was kommt denn jetzt noch? Das eine Gebiet da. Das ist jetzt vielleicht nur ein Gang oder zwei Gänge, die ich jetzt gehen muss. Was ist denn da los? Hentai-Party oder was? Frostgram hat Hunger. Was zum Teufel ist das? Ja, ich will's gar nicht wissen. Das sind die Schrecken, von denen die Zwerge sprachen. Was ist denn das? Es sind die Gesichtslosen. Ah, endlich. Na, ist das etwas Gutes oder Schlechtes? Ich meine. Endlich. Gehen die dauerhaft weg oder kommen die wieder? Frostgram hat Hunger. Okay, die scheinen wegzugehen, ne? Die sind schon eklig hier, ne? Eine richtige Hentai-Party hier. Alles klar. Es ist schon wild, ja. Gesichtslosen. Aha, das ist wieder irgend so ein H.P. Lovecraftian Horror Ding da, ne? So. Jetzt werdet ihr leiden. So, jetzt haben wir aber hier schön wieder unsere Dings anstellen, unsere Käfer. Oh oh, mein Ghoul stirbt. Ich muss echt auf meinen Ghoul aufpassen, aber ich will den jetzt nicht. Ich will ihn nicht einfach liegen lassen, weil. Ja. Ghule sind halt praktisch, ne? Das ist schon besser. Die Ghule sind halt gute Nahkämpfer. Frostgram hat Hunger. Ja. Trefft eure Wahl. Ah, endlich. Boah, die haben auch fast kein Leben mehr. Das ist ja echt, ja. Das ist ja echt ungünstig. Arthas. Erteilt mir Befehle. Du weißt Bescheid. Ich weiß nicht, was mich da auf der anderen Seite da erwartet, aber ich werde die trotzdem mal heilen. Also das ist mir schon wichtig hier. Ja, die könnten sie auch eingraben, da würden sie sich auch heilen, aber ich mach das mal lieber so. Komm. Da muss Arthas jetzt halt mal ein bisschen leben lassen. Was heißt leben lassen? Mana lassen. Dann ist das halt so. Der leidet auch noch ganz schön stark. Ne, da hinten heile ich noch und dann habe ich ja
Habe ich also. Soll ich sagen, dann speichere ich nochmal und dann würde ich sagen, direkt in. Direkt in das nächste Dings hier rein, ne? In den nächsten Raum. So. Vereiste die Tür. Wollen wir mal enteisen hier. So, angriffen. Endlich. Das kann nicht sein. What the fuck? Was zum Teufel ist denn das für ein dämonisches Arschloch hier? Das ist ja witzig, ey. What the fuck, ey. Okay, wir hauen jetzt alles raus, was wir haben. Ist immun gegen Magie, na toll. Das will ich eigentlich nicht hören, sowas. Alter, what the... Eieieiei. Ja, einfach drauf, da ist egal. So. Ja, jetzt kommst du zu spät, die Party ist vorbei. Ja. Eieiei. Es sind zu viele. Schnell, Todesritter. Die Treppe hinauf. Beeilt euch. Tja. Hätten wir jetzt nur noch Fuka aus Persona 3. Da hinten ist die Treppe, die musst du nehmen. Das war ja sehr wild. Das war ja sehr wild. Aber wir haben es geschafft, ne? Und ich würde sagen, wir entkommen bestimmt. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, wo es uns hinführt. Bis dahin.